Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Bombe und bin einer der drei von dem Account CBB Schlosskonflikt. Möchte mich natürlich auch gerne mal vorstellen und euch erstmal einen schönen guten Tag wünschen. Zeige euch kurz meinen Account und wird ein recht kurzes Video. Weitere Sachen hören wir dann die Tage und natürlich auch öfter. So, wo fangen wir denn an? Na, gucken wir erstmal. Hier, mein kleines Dorf, seht ihr natürlich. Dann gucken wir kurz in den Heldenaltar rein, was für Helden ich zur Verfügung habe. Ich scroll einmal kurz durch und zeige auch einmal kurz die Talente. Das sind hier so die Haupthelden und dann hier hinten geht's weiter mit so allen möglichen Doppelten, die natürlich jetzt erstmal nicht weiter interessant sind. Hier ganz hinten haben wir noch 5 Garni-Helden, die jetzt auch noch nicht so hoch sind, weil ich mich erstmal auf die Helden hier vorne konzentriere. Da schauen wir auch einmal kurz rein. Der Druide hat hier einen Lebensentzug. 5 von 8 wird auch erstmal so bleiben. Hat eine 3er Verlangsamrune und ist auf 92. Der Kürbis hat sein 8er Bersi und eine 3er Wiederbelebenrune. Der Eros ist erst 7 von 9, das wird aber demnächst auch auf jeden Fall zu 8, 7 von 10, zu 8 und dann zu 9 von 10 passieren. Da soll hier bei Erquicken am besten noch ein kleines Upgrade erfolgen. Der hat auch eine 3er Verlangsamrune und ist auf 91 eingemeißelt. Dann haben wir hier den lieben Santa, der ist auch erst noch 7 von 9, hat seinen 5er Kriegsgott und eine 2er Wiederbelebenrune, weil er schnell verreckt, schnell stirbt. Der gute Moldi, ja, 5er Bersi, 5er Bersi, 5er Bollwerk und 3er Lebensentzug. Dann haben wir hier den Geistmagier, da hätte ich gerne ein höheres Kriegsgott. Aber zurzeit nutze ich ihn auch nicht so sehr, deswegen hat er hier auch so eine komische kleine Runde drin, die immer wieder mal gewechselt wird, wenn er dann benutzt wird. Der Vlad hat schon seinen 6er Kriegsgott und ist 7 von 10, hat einen 3er Bollwerk drin. Bin ich recht zufrieden damit, den nutze ich auch derzeit nicht. Ich weiß gar nicht, ob der, naja gut, der hat auch so eine kleine Rune drin. Snowy, ja. Snowy hat so eine Rune drin, nutze ich auch zurzeit nicht. Donnergott mit einem 4er Lebensentzug könnte vielleicht auch ein Kriegsgott vertragen. Aber hier hat er einen Kriegsgott als Rune drin. Aries 8 von 10 und 5er Quicken. Das ist natürlich auch gut so. Der wird jetzt die Tage auch auf 90 kommen. Wenn genug Splitter für übrig sind, Kristalle für übrig sind. Dann der Mino, der ist kurz vor 7 von 10 und ein 4er Erquicken, da hätte ich auch gerne noch einen 5er. Und auch einen 3er Sprint, eine 3er Schwächen und wird auch dann auf 90 kommen. Die Tage, der Hexer hat sein 5er Erquicken und ist auch erstmal 7 von 10 und hat eine 2er Wiederbelebenrune drinne. Dann haben wir hier den Destroyer, der soll auch noch höher. Das wollte ich eigentlich gerne auf 8 von 10 machen und das Talent höchstwahrscheinlich nochmal wechseln. Durch dieses Talent-Upgrade bin ich am überlegen, ob ich ihm nicht was anderes gebe. Aber nicht jetzt so wichtig erstmal für den Anfang. Gut, hier der kleine Atlantikor. Hätte ich gern vielleicht eine 5er Wiederbelebenrune, um die dann irgendwann mal hochzuziehen. Aber alles Gemach, Gemach. Der ist hier auf 81 eingemeißelt. Das reicht auch erstmal. Der Parler, der. Ja, der bleibt auch erstmal so stehen, der ist auf 140 gekappt. Das bleibt alles erstmal so. Da, denn der Schnitter, den wollte ich höchstwahrscheinlich jetzt auch für Lost Realm einsetzen. Oder für den Boss 4 mit seiner Streuung. Das heißt, ich level ihn dann noch ein bisschen nebenbei. Bei Rune werde ich dann auch nochmal was wechseln. So oft benutze ich ihn halt nicht. Und ja, den guten Ork, der hat seinen 4er Lebensentzug, da hätte ich gern noch einen 5er, um das dann auch abzugraden.
Der wird dann irgendwann auch die nächste Zeit gelevelt werden und aufgewertet werden. Da bin ich hier am Überlegen, ob ich ihm eine Bersi-Rune reinpacke, aber da bin ich kurz davor, ein komplettes Dreier-Set bauen zu können. Wenn er dann echt dann ein Dreier-Set bauen kann, dann soll er erstmal sein Dreier Bersi bekommen und möchte ich mal ausprobieren. Pixie, die hat hier einen Dreier Erquicken drin und hier einen Dreier Bersi. Die nutze ich auch hauptsächlich bei Bossen, logischerweise. Den Ork, den, nicht den Ork, den Todesritter, den habe ich so ein bisschen vernachlässigt, aber den werde ich jetzt auch nachziehen, weil er ja schon ein sehr guter Held ist, finde ich. Hat hier auch erstmal nun bloß einen Einser Erquicken, aber da wird sich auch noch was tun. Und dann kommen hier die kleinen Helden, die jetzt nicht mehr weiter wichtig sind, finde ich. Gut, wo können wir noch schnell hingehen? Ach so, dann zeige ich mal, bei welcher Welle ich zurzeit bin. Das ist auch bei der Welle T. Da, ja, habe ich noch ein bisschen Zeit, sage ich mal. Helden sind ja nun noch nicht alle so extrem hoch bei mir. Rathaus ist Level 20. Heldenbasen sind fast, ja, die sind auf dem Weg zu 20. Die letzten. Und dann ist mit Heldenbasen erstmal Schluss. Dann level ich die Türme weiter. Die sind jetzt alle Level 11. Und die möchte ich dann schon gern auf 15 bringen. Und dann wird alles andere gelevelt. So, dann schauen wir mal kurz in die Arena. Da bin ich so unter den Top 100 meistens. Man kann sich nicht immer halten bei den Top 50. Na, hier ist jetzt der gute Hunted, den werde ich nicht angreifen, weil der in meiner Gilde ist. Greifen wir ihn mal hier an. Mal schauen, dass das jetzt hier auch nicht kein Fail wird. Vorführeffekt, so ungefähr. Und ansonsten halt, falscher Held, aufgesetzt. Und losgelaufen. So, schauen wir uns das mal kurz an. Natürlich den Arias und den Mino getroffen, die den Kampf ja schon jetzt verloren haben. Da haben viele Erquicken. Oh, das geht jetzt schnell. Zack, zack, zack. Und tot. Ja, das gucken wir uns jetzt nicht mehr weiter an. Gut, das war's jetzt erstmal von der Arena. Expedition ist klar, macht man jeden Tag einmal so ein bisschen. Habe ich heute noch nicht gemacht. Hier im neuen Lost Battlefield bin ich diese Woche ja nicht so gut mit dabei, aber was ist mein Rang jetzt zurzeit? 289. Die Top 100 zu erreichen wäre schon recht gut, aber die ersten 2 Tage waren halt nicht so doll. Aber ich denke mal, dass ich die 1000 mit den Kämpfen heute und morgen noch schaffen sollte. Und das ist dann auch erstmal okay. So, was kann ich noch sagen? Ja, genau, ich guck nochmal schnell hier rein. Da bin ich kurz vor Level 19. Das werde ich auch wahrscheinlich heute oder morgen machen, dass ich dann ja auf Level 19 bin. Ansonsten sind die Türme alle Level, naja, 2 oder 1, da mich zurzeit da irgendwie noch alle in Ruhe lassen. Noch nicht angreifen. Hier haben wir ein Level 4, der ist so ein bisschen umkämpft manchmal, aber ja, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Minen sind auf 14 alle, weil ich noch nicht genug Kristalle habe, um alle auf 15 zu machen. Das passiert dann, wenn ich genug Kristalle habe. Aber ich auch immer wieder mal Runen aufwerte und somit die Kristalle auch andersweitig brauche und verwenden möchte. Jo, das war's, glaube ich, erstmal. Was haben wir hier noch? Na gut, die Heldenprobe ist klar, da haben wir alle schon mal bestimmt L12 geschafft. Ansonsten, genau, gucken wir nochmal in die Chaosschlucht. Da habe ich zurzeit jetzt hier auf dem Laptop, glaube ich, nur ein Team drin, ja. Genau, und bin bei 26 bei denen. Da muss ich meinen Mana Lager aufwerten, dass ich mehr Mana speichern kann, um die dann auch höher zu ziehen. Und die sind klar, die kommen auch, die ziehe ich auch nebenbei hoch, aber ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Ruhmpunkte.
um die ausgeben zu können, weil ich vor kurzem erst Helden aufgewertet habe. Die restlichen Gebäude sind alle so bei 18, 19. Ja, die sind ein bisschen vernachlässigt worden hier. Aber das kommt alles mit der Zeit, fand ich jetzt erstmal nicht so wichtig. Hier haben wir, ist der Großteil auch schon 15 von den Mauerteilen, da wird immer wieder mal aufgewertet. Hier vorne die Ecke ist noch kleiner, 12. Oh, was ist das? Weg. Entschuldigung. Und ja, das soll's erstmal soweit. Ach so, ja, in der Gilde. Welcher Gilde ich bin? Ich bin bei den Illunaten. Bin ich sehr zufrieden mit denen. Kann mich nicht beklagen. Bin gerne dort. Grüße alle Illunaten. Und das soll's erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns denn, ja, die Tage wieder. Ich werde in dem Kanal ein paar bisschen den Sneak Peek Part übernehmen, wenn Sneak Peeks rauskommen, dazu was sagen. Ansonsten freue ich mich auch über Kommentare, über Feedback, ob ich was ich verbessern kann und ja, wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss, tschüss.